Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Random 3DS-Spiele. Heute mit Tomodachi Live mal wieder. Davon gibt es schon ziemlich viele Folgen. Macht auch Spaß, oder? Ja. So, schauen wir mal, was Gertilein so für Probleme hat. Na, Gertilein, wie geht's? Was ist los? Oh, du wärst gern mit Baloo befreundet? Hat beim letzten Mal aber nicht so gut funktioniert mit euch beiden. Erinnerst du dich? Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Lustiges. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Ja, viel Spaß. Hallo. Bla 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 bla. Nein, das hat noch nicht angefangen. Jetzt. Bla 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 bla. Das machen wir mal wieder ein kurzes Gespräch, aber es hat funktioniert. Ja, freut mich für dich. Miteinander anfreunden. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Gern geschehen. Noch mehr Geld. Ein kleines Dankeschön. Oh ja, bitte kein Klopapier. Dankeschön. Danke für das Hypnose-Set. Ich werde es bestimmt irgendwann brauchen. Miri ist immer noch bei Baloo. Oh ja. Da haben sich ja die perfekten zwei gefunden. Jetzt muss ich Gertilein nicht mehr fragen, was mit Miri falsch ist, weil Baloo und Miri einfach so durchs Zimmer rennen. Okay, es ist vorbei. Oh nein, Baloo hat mich gerade gerufen. Och, Baloo. Überleg dir das doch mal früher. Was ist los mit dir? Hast du Lust auf ein Spielchen? Ein Spielchen, okay. Oh nein. Es geht los. 3, 2. Nein, nein, nein. Ah, ich glaube, ich habe den Bildschirm gerade fast kaputt gemacht, weil ich so fest draufgehauen habe. Nur noch einmal. Verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Alles gut. Es geht los. Du Arsch! Das hing ja an einem Faden. Nächstes Mal aber wirklich. Oh Mann! Oh nein, fast. Dam, dam. Jetzt kriege ich nur Klopapier. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst noch. Ja, nee, danke schön. Lieber nicht. Ja, behalt doch kein Klopapier. Ich wette, das Klopapier ist das, was ich in ihr Mietshaus immer reintue. Und dann geben sie mir das einfach zurück, dass ich es bei ihnen wieder reintun kann. Diese scheiß Mies. Hallo, Miri. Wie geht's? Guten Tag. Guten Tag. Du hast deinen Mund nicht bewegt. Ich will etwas zu essen, egal was. Du willst was zu essen? Steak. Das ist gut. War lecker. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Kaleidoskop. Mit Baloo würde ich gern auch mal ins Ausland reisen. Ja, ich habe leider keinen Reisegutschein. Was machen wir als nächstes? Immer noch der Fotograf. Ich werde nicht zu dem Fotograf gehen. Was wollte ich denn machen? Ach, ein Lied singen und einen neuen Charakter erstellen. Dann erstellen wir erstmal eine neue Katze. Heute Zindus, würde ich mal sagen, weil sie als zweites gekommen ist und dann als drittes irgendwann mal Luna. Ja. Da passt doch zu Sindus. So, das. Wieder die Punkte, natürlich. Was für Haare? Sindus hat längere Haare als Piri. Ha. Die Farbe passt zu Sindus, finde ich. Und schwarze Augenbrauen. Die sind ein bisschen arg dick. Die sind lustig. Augenbrauen ist immer so eine Sache, ja. So, Zindus hat eher schmale Augen. Und die sind so. So. Passend zu ihrem Fell. Die Nase, auch eher klein. Und der Mund? Der Mund. Gibt es so einen Katzenmund? Das ist so ein Katzenmund.
Ich finde, das passt sehr gut, der Katzenmund. Kann man den... So, das sieht besser aus. Hat Zindus sonst noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Zindus ist eher klein und dünn. Ganz klein. So. Der Vorname. Hier, falls ihr euch gefragt habt, wie man Zindus schreibt. So schreibt man Zindus. Den Namen haben übrigens nicht wir uns ausgedacht, sondern das Tierheim, aus dem wir uns Zindus geholt haben. Und irgendwie hatten wir uns dann, bis wir sie geholt haben, schon so an den Namen gewöhnt, dass sie einfach immer noch Zindus heißt und wir keinen neuen Namen gegeben haben. Zindus hat auch keinen Spitznamen. Zindus. Geburtstag. Hier, 1. August, glaube ich, war es. So sagen wir auch, sie ist erwachsen. Erwachsen ist lustiger. Nein, Zindus ist ein Kind. Sagen wir Kind. Nein, ihre Lieblingsfarbe. Was ist Zindus Lieblingsfarbe? Ich glaube, blau, rot passt ganz gut. Ich bin Zindus Katzen. Ich bin Zindus Katzen. Ich bin Zindus Katzen. Ich bin Zindus Katzen. Alle nennen mich nur Zindus. So, ein bisschen tiefer. Ich bin Zindus Katzen. Bisschen höher. Ich bin Zindus Katzen. Alle nennen mich... Ich bin Zindus Katzen. Ich bin Zindus Katzen. Alle nennen mich nur Zindus. So. Ich bin Zindus Katzen. Ich bin Zindus... Sie handelt. Schnell. Spricht direkt. Ausdruck ist lebhaft. Denkweise ist sorglos. Insgesamt speziell. Ja. Und ihr Charakter? Lebhaft und Abenteuertyp. Ja. Ja, das passt leider sehr gut zu Zindus. Lebhaft und Abenteuertyp. So eine Nervensäge, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hey, so klein und süß. Hallo Zindus. Und gleich was zu motzen, aber wir gucken erstmal nach Piri. Guten Tag. Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Mau. Diese Gesten sind alles so dämlich, ehrlich. Und die finde ich am besten. Hier, bitteschön, Piri. Sehr passend. Dann sehen wir mal nach, was Zindus für ein Problem hat. Was hat Piri gerade gemacht mit dir im Kopf? Was ist falsch mit dir? Okay. Hallo Zindus. Wie geht's? Ich bin Zindus. Und ganz ehrlich, ziemlich spontan. Ja. Ich weiß. Was soll ich sagen, wenn ich deprimiert bin? Warum wollt ihr alle wissen, was ihr sagt, wenn ihr deprimiert seid? Mahau. Hey, bitteschön. Kannst du sagen, wenn du nichts vom Frühstückszeug abbekommst? Genau. Was passiert? Yay! Eine neue Eilmeldung. Eilmeldung. Die Ranglisten wurden nun endlich freigegeben. Oh, Ranglisten? Auf diesen Ranglisten kannst du sehen, welche Bewohner sich an einem bestimmten Tag gut oder schlecht fühlen. Gertilein, die Ranglisten erstellt hat, zeigte sich euphorisch. In Zukunft möchte ich gern alle möglichen Informationen in diesem Ranglistenformat. Okay. Danke, gute Idee, Gertilein. Oh, Zindus kann gar nicht darüber gucken, über den Tisch. Oh, noch eine Eilmeldung? Was? Eilmeldung. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Tolle Mädchen angekündigt. Es kann jetzt eingesehen werden, wer die beliebteste weibliche Bewohnerin von Luna ist. In einer anonymen Beschwerde wurde zwar gefordert, solche Informationen nicht zu veröffentlichen. Aber als die Beschwerdeführerin merkte, wie weit oben sie auf der Liste steht, zog sie die Beschwerde sofort zurück. Würde ich auch machen. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Okay, bitte. Tschüss, Zindus. Danke für die Nachrichten. Sind wir jetzt fertig? Ja. Dann gucken wir mal, wer ganz oben steht. Fitnessrang.
Ansehen. Was? Kein Mief mit vollständig eingetragenem Geburtstag. Wer ist die schärfste Schnitte auf der Insel? Aha! Gertilein, nur 10 Punkte, so schlecht. Loser. Loser. Das war sehr erwachsen. Ich weiß. Wo ist denn Miri schon wieder? Schon wieder bei Baloui. Was machst du? Autofahren? Was gibt es zu tun? Nichts mehr. Jemand im Kaffee. Irgendjemand im Freizeitpark? Warum ist niemand im Freizeitpark? Tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als ein Konzert mit einer Riesenband zu machen. Und zwar eine neue Band. Band gründen. Wen machen wir denn in die Mitte? Ich mach mich in die Mitte, nein. Machen wir Piri in die Mitte. So, wie soll die Band heißen? Inselgruppe. Weil da alle mitmachen dürfen, die auf der Insel sind und singen können. So, Song erstellen. Nein, wartet, auftreten. Nein, nein, okay, dann muss ich zuerst Song erstellen. Na dann, singt mal. Ich wieder mit der Gitarre. Ich finde, Piri macht das sehr gut. Schaut euch mal Gertilein an, wie die mit dem Kopf abgeht. Müsste ja nicht schlecht werden. Das war ein schönes Lied, oder? Möchte ich die Änderungen speichern? Ja. Ja, ja. Oh, Baloui hatte doch noch ein neues Lied, ein Popsong, oder? Dann lassen wir mal Baloui noch seinen Popsong singen. Sing mal! Vielleicht hat ja einer von euch noch eine gute Idee für einen Text. Weil die Texte, die die da haben, sind teilweise sehr merkwürdig. Ach du Scheiße. Von heute an mache ich Diät, halte mich zurück. Ich verzichte auf Eiscreme und auf Schokolade. Was ist, das reimt sich ja nicht mal. Tu das nur für dich. Will kein Gramm zu viel. Wie Baloui einfach der einzige männliche Bewohner ist. Ihr müsst ganz dringend neue Vorschläge für Bewohner in die Kommentare schreiben. Vor allem männliche, dass Baloui nicht so in der Unterzahl ist. So, ihr habt alles sehr schön gesungen, finde ich. Oh, wer hat ein Problem? Was los? Was los? Miri fährt immer noch Auto. Was ist mit dir? Bist du erkältet? Guten Tag. Guten Tag. Sieh dir bitte mal meinen Kopf genauer an. Okay. Ja. Füße. Cool. Darüber denke ich gerade nach. Ja, es ist sehr schön. Aha. Okay. Gucken wir mal nach Zindus. Die bekommen mal was zu essen. Die hatte noch gar nichts, seit sie hier auf der Insel angekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Hackpastete, das mag eine Katze bestimmt. War lecker? Sieht so aus. Okay. Huch, was hast du noch zu sagen? Wenn die Zeiten hart sind, sage ich mir immer, es wird auch wieder besser. Ja. Oh, und da ist die Hackpastete jetzt. Gut zu wissen.
Ja, aber ich denke, das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall morgen vorbei und schreibt in die Kommentare neue Songtexte und Vorschläge für Mies, die ich einziehen lassen kann und was auch immer euch noch einfällt. Bis dann und macht's gut. Tschüss.